Hallo und herzlich willkommen beim Buchschnack. Ich bin Steffi. Und ich bin Sandra. Wir wurden von der lieben Alice von Alice im Bücherland zu dem Wer bin ich Tag getaggt und das machen wir heute mal. Ja, 7 Fragen haben wir da, die wir euch einmal beantworten wollen. Genau, also macht es euch gemütlich, schnappt euch eine Tasse Tee und willkommen in der fabelhaften Welt der Bücher. So, die erste Frage lautet, wenn dein Leben ein Buchgenre wäre, welches wäre das? Eine gute Frage. Haben wir uns Gedanken drüber gemacht und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass meins ein Familienroman ist. Ich bin schon immer ein Familienmensch. Meine Eltern haben mich so erzogen. Ich lebe ja mit meinem Sohn auch bei meinen Eltern mit auf dem Hof. Also würde ich sagen, das ist das passende Genre für mich. Wobei du schon dein eigenes Haus hast. Du ja, natürlich. Nicht bei deinen Eltern. Nee, das nicht, aber wir wohnen halt auch ziemlich nah beieinander. Viele würde das ja auch stören, aber uns nicht. Nee. Ja, und ich habe festgestellt, ich bin ein Entwicklungsgenre. Und zwar, weil in einem Entwicklungsgenre sich der Hauptprotagonist sehr intensiv mit sich selbst und der Umwelt beschäftigt. Und das mache ich auch. Stimmt. Ich setze mich auch sehr intensiv mit der Nachhaltigkeit auseinander. Unter anderem und generell mit allem und ständig mit mir selber und überhaupt. Ich wäre so gern Fantasy-Genre. Ich wäre gern ein Liebesroman im Fester Verlag. Mit welchem Bösewicht kannst du dich identifizieren? Das war eine schwierige Frage, also wirklich eine sehr schwierige. Ja. Ich würde mich hier mit Shere Khan von Mowgli aus dem Dschungelbuch identifizieren. Shere Khan ist ja, er hasst ja die Menschen, weil die ihn ja auch alles genommen haben, was er liebte. Alles zerstört haben. Und ich glaube, ich wäre auch dann so ein bisschen auf Rache aus, wenn meine Familie jetzt durch irgendwen, sage ich mal, ermordet worden wäre oder irgendwer dafür die Schuld trägt, dass sie verschwunden wären. Ich würde da auf jeden Fall auch auf Rache aus sein. Also denke ich, dass ich mich mit Shere Khan gut identifizieren kann. Ja, und ich wäre Loki, allerdings nicht der aus dem Film Thor, sondern Loki, der aus der nordischen Göttersage, der ist ja so ein Menschenkenner, der kann ja, beziehungsweise auch Götterkenner, der kann sich ja sehr gut in Leute reinversetzen und ist tatsächlich auch sehr empathisch. Allerdings nutzt er das auch manchmal zu seinem Vorteil aus und ich kann mich auch gut in Menschen reinversetzen. Ich bin ein guter Beobachter, kann gut abschätzen. Das stimmt. Das mit dem zum Vorteil ausnutzen, möchte mich davon nicht freisprechen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das machen wir alle irgendwie ein bisschen. Ja. Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen egoistisch. Ja. Sollte man auch sein, auf jeden Fall. Im richtigen Maß, ne? Ja. Finde ich auch. Ja. Welcher Protagonist ist dir am ähnlichsten? Hatten wir uns darüber schon Gedanken gemacht? Sind wir da zum Ergebnis gekommen? Also ich ja. Bin ich da auch? Ich hatte ja letztes Jahr das Buch One of Us is Lying gelesen und kann mich da mit der Bronwyn, wenn ich sie jetzt richtig ausspreche, gut identifizieren. Sie ist ja eigentlich mehr so ein bisschen zurückhaltend. War ich in der Schule eigentlich auch? Also ich muss sagen, ich war da nicht so diese Homecoming Queen, wie sie in den Staaten halt gern genannt wird. Ich war wirklich so ein bisschen das Mauerblümchen. Lässt aber auch ihre soziale Seite zum Vorschein kommen, macht auch eine super Entwicklung durch in diesem Buch. Also ich kann auch das Buch wirklich gut, also sehr gut empfehlen. Also ich fand es klasse. Kann mich und wie gesagt mit dieser Bronwyn auch, ja, ich denke, ja, das würde eine gute Protagonistin sein, mit der ich mich identifizieren kann. Da sie halt auch diesen Drogendealer, ich glaube Nate hieß er, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, auch nochmal eine Chance gibt, ihr Herz zu erobern. Und du gibst den Leuten auch gerne eine zweite Chance. Auf jeden Fall. Hat doch jeder verdient. Ja. Fast jeder. Ja, aber doch, also jeder wird ja aus seinen Taten irgendwann mal lernen. Im besten Falle.
Genau, und ich kann mich gut identifizieren mit Lisha von Demon Zyklus. Das habe ich ja letztens rezensiert vom Lied der Dunkelheit bzw. Flüstern der Nacht. Da bin ich ja gerade dabei. Lisha ist eine sehr starke Frau, aber für ihre Zeit, das ist ja so ein bisschen mittelaltermäßig, da werden die Leute ja so verheiratet mit, oder die Mädchen verheiratet mit spätestens 16, da wehrt sich ja Lisha total gegen, weil sie einfach da in dieses Klischee sich nicht reinpassen oder reinquetschen lassen will. Lisha ist außerdem total interessiert an ihrer Umwelt, auch an Kräuter sammeln, und sie macht ihre Ausbildung zur kleinen Dorfkräuterhexe, finde ich auch super spannend. Ja. Passt auch gut. Da stelle ich mir auch dich wirklich sehr gut vor. Ja, also mit Lisha kann ich mich sehr gut identifizieren. Mit welchem Buch hast du dich früher einmal verbunden gefühlt, heute aber nicht? Eine sehr lustige Frage. Ich habe da zuerst an mein Lieblingskinderbuch gedacht, wo ich ganz klein war und auch noch nicht lesen konnte. Hat mir meine Mutti immer Pony, Bär und Apfelbaum vorgelesen. Ich finde das so süß, das Buch. Und wir hatten auch mal in der Schule eine Lesenacht dann, und da habe ich das auch noch mitgenommen. Ich kenne das gar nicht. Nee, musst du dir mal anschauen. Das ist so süß. Ja. Das Pony und der Bär, die machen sich halt auf die Suche der Äpfel von dem Apfelbaum, die ja dann zu einer gewissen, der Äpfel, die ja zu einer gewissen Jahreszeit dann auch verschwunden sind. Und die machen sich halt auf die Suche nach denen. Also es ist wirklich sehr süß, und es war damals mein Lieblingsbuch. Ja, meins ist Todesmarsch von Stephen King. Das war auch das erste, das ich gelesen habe. Der erste Roman generell, den ich gelesen habe. Und das ist ein sehr schwermütiger Roman. Der ist auch gar nicht dick. Ich habe den nur einmal gelesen, der ist ganz dünn, aber ich habe den immer noch so in Erinnerung, dass ich mit Stephen King auch grundsätzlich immer Todesmarsch verbinde. Und der hat mich nachhaltig auch etwas beeinflusst. Bei Stephen King muss ich immer an den Friedhof der Kuscheltiere denken. Und ja, das ist dann immer so gleich abschreckend für mich. Dabei wurden von dem ja total viele Bücher verfilmt. Also ich glaube, es wurden von keinem Autoren so viele Bücher verfilmt wie von Stephen King. Nicholas Sparks? Ja. Ja. Auch viele? Ja, also 7 Stück bestimmt. Aber von Stephen King sind es noch mehr. Noch mehr? Da könnten wir auch mal ein Video drüber machen. Da sind so viele. Buchverfilmungen, ja. Und 15% dieser Verfilmungen von Stephen King sind gut. Ja. Die anderen auch Kinofilme, ne? Oder? Ja, The Green Mile war richtig gut. Der war ja fast 1:1 so. Aber die anderen Filme fand ich alle ganz furchtbar. Tommyknockers, oh Gott, oh Gott. Kenne ich alle gar nicht. Cujo, ganz furchtbar. Naja, jedenfalls kann ich mich mit diesem Buch, also das hat mich doch nachhaltig sehr beeinflusst. Habe ich mich früher immer sehr verbunden mitgefühlt. Jetzt muss ich sagen, nicht mehr so. Ich würde es jetzt auch nicht mehr so lesen, weil mir das auch so schwermütig war. Also das ist sehr schwermütig. Wäre ich direkt wieder traurig, wenn ich dran denke. Dann machen wir jetzt erstmal Pause. Weiter. Ja. Welcher Charakter eines Buches, das du gerade liest, wärst du liebend gern? Also ich habe jetzt die Grimm-Chroniken gelesen von Maya Shepard. Und pauschal würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wäre gerne Amber. Amber ist ja eigentlich diese Figur von Cinderella. Aber in diesem Buch hat sie halt diese Fähigkeit, ein bisschen mit Feuer zu hantieren. Also sie kann auch die Feuermagie einsetzen, um zum Beispiel Marguerite aus der Dornhecke zu befreien und auch viele andere Sachen noch. Und ich glaube, mit Feuer würde ich auch gerne hantieren können. Sie ist auch ein Teil Liebe, also eine starke Protagonistin. Sie weiß, was sie will. Sie weiß auch, wie sie Marguerite helfen kann. Marguerite. Bist du sicher? Ja. Marjorie? Das ist in Englisch. Marjorie. Ja. Ich spreche das in meinem Kopf wahrscheinlich auch so aus. Marguerite ist auch gut. Klingt wie Margarine. Ich wäre gerne... Also ich lese ja gerade Verwandte Seelen von Nika Stevens. Da geht es ja um eine Protagonistin, die unsterblich ist, aber das möchte ich nicht sein. Ich möchte nicht unsterblich sein. Obwohl die Welt mir total gut gefällt, aber ich möchte nicht unsterblich sein. Und dann komme ich wieder auf das Flüstern der Nacht. Das lese ich ja auch gerade, beziehungsweise höre ich gerade. Und da spielt ja die besagte Lisha die Hauptrolle oder eine der Hauptrollen.
Die wäre ich schon gerne. Die Welt ist auch sehr cool. Ich habe erst überlegt, ob ich der tätowierte Mann sein möchte. Aber der hat mir zu aufregendes Leben. Das hält meine Nerven nicht durch. Mhm. Ständig nachts durch die Gegend reiten mit diesem überdimensionalen Pferd und irgendwelche Dämonen töten, das schaffe ich nicht. Ja. Ich wäre gerne Alicia. Aber ich glaube, du hast bei jedem Protagonisten eine gewisse Spannung im Leben mit dabei. Ja, hat Alicia tatsächlich auch. Jetzt habe ich natürlich nichts verraten, ne? Ein bisschen Spoiler, falls ihr das doch nochmal lesen wollt. Ich wäre gerne Alicia. Hm? Inwiefern repräsentieren deine Lesegewohnheiten deinen Charakter? Neben Fantasy lese ich ja auch sehr gerne Liebesromane. Was mir die Sicht auf die Männer, ja, wie soll ich es ausdrücken, sehr schwer macht. Also ich warte immer noch auf diesen Prinzen auf dem weißen Pferd, der irgendwann an meine Tür klopft. Wenn ich mal daran denke, nein, es wird nie passieren, klar, aber meine Lesegewohnheiten prägen sich dann doch in meinem Kopf ein und sagen, es wird vielleicht doch irgendwann. Aber Männer haben doch eigentlich die Arschkarte, was Liebesromane angeht. Ja. Die armen Männer. Wie war nochmal die Frage? Ich weiß es nicht mehr. Inwiefern repräsentiert deine Lesegewohnheit deinen Charakter? Also warum Liebesromane? Inwiefern repräsentiert das dein... Weil ich gerne auch ein Liebesroman-Genre als dem hätte. Ja, aber das muss eine Tatsache sein. Nicht das, was du dir wünschst, sondern präsentiert ein Liebesroman deinen Charakter? Ja. Sagt das etwas über deinen Charakter aus, der Liebesroman? Ja, inwiefern? Weil ich den Männern nie eine Chance gebe wahrscheinlich. Oder wie? Oder sehe ich das jetzt falsch? Aber im Liebesroman gibt man doch den Männern eine Chance. Ja, aber da kommen ja auch mal die perfekten Männer. Lassen wir einfach so stehen. Bei mir sind es Fantasy-Romane. Ja, und das repräsentiert meinen Charakter, weil ich eine Weltenträumerin bin. Ich träume immer vor mich hin. Ich träume über Sachen, die eh nie passieren. Hm. Und deswegen glaube ich Fantasy. Auch. Ja. Finde ich aber auch ganz spannend. Mit der Realität kann man sich ja so 24 Stunden am Tag beschäftigen, finde ich ein bisschen langweilig. Das stimmt. Also Fantasy. Letzte Frage. Welches Buch hat dich etwas über dich selbst gelehrt? Spannende Frage. Hm? Ich würde sagen, es ist das Buch Das also ist mein Leben. Da geht es ja um Charlie. Charlie ist 16 und hat ja so diese gewisse Sicht auf die Menschen, wo er sich halt fragt, leben die eigentlich das Leben, was sie gerne leben würden? Und seitdem ich das Buch gelesen habe, frage ich mich das manchmal auch selbst. Mhm. Auch über mich selbst. Lebe ich denn das Leben, was ich eigentlich leben möchte? Lebst du denn das Leben, was du gerne leben möchtest? Ich finde die Frage ganz wichtig. Die sollte sich tatsächlich jeder mal stellen. Mhm. Also wenn man sich damit intensiv beschäftigt... Kommen mir schon wieder die Tränen. Im schlimmsten Fall. Ja. Im besten Fall denkst du, jo, fast. Und kannst noch ein bisschen korrigieren. Es blockieren einen ja auch so viele Sachen, auf die man keinen Einfluss hat. Ja. Dann geht das ja mit dem Finanziellen los. Ach ja, das ist ja auch so ein Thema. Ja, aber das blockiert einen ja auch. Ich meine, wenn du kein gewisses finanzielles so Background hast, sag ich mal, dann bist du ja blockiert. Du kannst ja nicht das machen, was du gerne möchtest dann. Oder nach Schottland reisen. Ja, das Umfeld blockiert auch unter Umständen, ja. Oder manchmal auch die Gesundheit. Die Gesundheit. Ja, also es ist viele Faktoren. Können blockieren, ja. Mhm. Und die nicht blockieren, die sind. Also wenn man nichts hat, was blockiert, dann sollte man sich tatsächlich die Frage stellen, ne? Ja. Was einen daran hindert, das Leben so zu leben, was man gerne, wie man es gerne hätte. Ja. Bei mir ist es Wie der Todesmarsch von Stephen King tatsächlich. Das liegt aber auch daran, dass das mein erstes Buch war, generell, das ich gelesen habe. Und die Tatsache, dass mich das gleich so angesprochen hat, obwohl das so schwermütig war, hat mich doch in gewisser Weise gelehrt, dass ich auch ein recht schwermütiger Mensch sein kann. Ja, und deswegen würde ich sagen, es ist Todesmarsch gewesen. Also ich bin schon ein recht melancholischer oder schwermütiger Mensch und Todesmarsch hat mir das so gezeigt. Ich bin natürlich auch, mein Buchgenre könnte auch irgendwie Komödie sein oder so. Ja. Also ich bin auch ein sehr witziger Mensch, aber ich bin halt auch sehr schwermütig und Todesmarsch hat mich das dann doch etwas gelehrt. Ja, das waren ziemlich im ersten Moment einfache Fragen, aber eigentlich waren die schon sehr schwierig, ne? Ja. Also Sandra und ich haben vorher drüber gesprochen und lange drüber nachgedacht und festgestellt, dass da auch sehr
Tja, ich will jetzt nicht sagen tiefgründiger, aber es geht schon in die Richtung. Fragen dabei waren. Du musst deine Schwächen eingestehen, das ist das. Gerade mit dem Bösewicht. Ja, und wer gesteht gern seine Schwächen ein, sollte sich aber auch jeder mal Gedanken drüber machen. Ich finde die Frage schon wichtig oder eine gesunde Selbstreflexion ist auch wichtig. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen gern einen Daumen nach oben. Schaut auch mal auf Facebook und Instagram vorbei, da gibt es auch mal super tolle Bücher. Lasst gern ein Abo da und wir sehen uns nächsten Sonntag. Bis dann, ciao!